Du hast doch aber eine Stange. Hä? Aber nicht für Klimmzüge in der Wohnung. Ach, für wen dann? Ich weiß nicht, was Felix, worauf er hinaus will. Wer meint die Paul denn? Ich hab eine Stange, wo mein Duschvorhang dran hängt. Die habe ich. Das sollte eigentlich schnell gehen. Oh, und ich kann das gut zeichnen. Warum? Yeah! Zigaretten! Nee, Zigarette. Was das Ding nennt sich eindeutig Kippe. Ich weiß nicht, warum da alle an Zigarette denken. Genau, eindeutig Kippe. Das kann ich gut zeichnen. Ups. Ups. Hm? What the heck? Fuck. I'm confused. Ich bin auch confused. Hä? Ich verstehe es nicht. Ach so. Ernsthaft? Ich hab daran gedacht, nee, das würde nicht mein, oder? Da macht doch ein Herd dann oben. Ja, er wollte ja. Schön in die Suppe. Man könnte ja theoretisch einen Aufzug und dann einfach mit einem Pfeil nach unten. Ja. Oh Mann. Schön. Stronghold ist klar. Irgendwann wird es mal Stronghold sein. Scheiße. Ha! Was jetzt? Hab's. Nee. Sehr schön. Scheiße. Der Schmidt. Der Schmidt ist es. Und da finde ich ganz immer noch nicht raus. Nee. Immer noch nicht, Felix? Wieder weiter weg. Nee. Ja. Ja. Ich hab euch auch lieb, ey. Wieder, es ist kälter. Wärmer. Oh Gott. Eiskalt. Mhm. Jetzt ist es frostig geworden. Du verbrennst dich. Das wird jetzt ein Experiment, ob ich das hinkrieg. Mir geht es mit Energy vielleicht. Experiment. Nee, ist es nicht. Wie schnell der tippt. Achtet ihr eigentlich auf Groß- und Kleinschreibung bei dem ganzen Scheiß? Musst du nicht. Ja, mach ich. Aber musst du nicht. Toll, warum tue ich dann die ganze Zeit hier Groß- und Klein drücken? Minecraft-Bett. Nicht toll. Minecraft Kuchen. Nee, nicht ganz. Das ist ein I drin. Biene. Nee, also logischerweise auch nicht, sonst hätte er was gesehen. Was? Ich dachte, ihr kriegt das raus. Schade. Nee. Vanille? Hast du schon mal Vanille gesehen? Aroma, Mann, das ist ein Vanilleeis. Ach, das ist ein Löffel Eis drauf. Nein. Ah ja, ist klar, ein Löffel. Also auf dem. Wieso liegt denn da ein Ding neben? Das ist vorne der Aufdruck. Das soll der Aufdruck vorne drauf sein. Macht Sinn, schlecht von uns. Ihr habt einfach keine Ahnung für Kunst. Ihr habt kein Gefühl für Kunst. Yeah. Ein wahrer Künstler hat das erkannt. Niemand ist drawing now. Aha. Was? Okay. Also kann ich aufhören. Nee. Ja, das erkennt man doch eindeutig. Oh, nice. Ist schon gut. Ich find's immer schön, wie überrascht man doch ist, wenn man es auf einmal errät. Ich find gut, dass Sono das nicht versteht. Sonnenbaum. Wo hab ich den Baum gemalt? Österreich ist ein anders. Bei denen sehen Bäume wahrscheinlich so aus wie Bäder.
noch? Jetzt. Erde, blau, genau. Was soll das sein? Jetzt rächt er sich mit komischen... Wenn wir es aber alle nicht erraten können... Ach. I don't get it again. Warum in blau? Das Ding ist doch nicht zu halb blau, aber nicht richtig blau. Anders blau. Ja, ich kenn Steam noch, wo es noch grau war, ja, das Symbol. Für mich hab unten noch geschaut. Ja, ich habe jetzt auch gerade runtergeschaut, dass es so leicht blau ist, aber für mich ist das immer noch... Wenn ich Steam zeichnen würde, würde ich es grau machen. Ich würde es grau machen. Was ist denn das für ein abgebrochenes Etwas? Nein. Boah, geil. Nice. Muss ich den Sprech wieder mal. Und sonst sieht man nicht das. Ja, das ist ein wahrer Künstler, erkennt sowas ja. Gibt die Dinge auch so. Sogar Felix erkennt das. Das ist so viel genug. Das gibt's in Österreich nicht. Das gibt's in Österreich sicherheit auch. Das gibt's zu 100% in Österreich. Nee. Im Urlaub. Doch. Nee, also. Doch. Wisst ihr, ihr habt keine Papiertüten. Bei uns gibt's nur Plastiktüten, ja. Nein, bei euch gibt's auch Pappe, sag ich schon. Papiertüten gibt's bei euch auch. Nee. Im Intermarkt. Bei euch nur schon. Die haben im Kanton Kärnten gibt's das. Kanton Kärnten, Österreich, was? Hä? Was ist daran falsch? Dein Ernst? Keine Kantone. Du bist in der Schweiz, wenn du Kantone redest. Oh mein Gott, Bundesländer, such dir was aus. Gebirgsabschnitte. Dann halt Bundesländer, Österreich ist ja Deutschland. Was? Passt ihr euch noch auf oder redet einfach für euch? Ja. Was soll das sein? Mach eins besser. Please. Das wird schwierig. Jetzt habe ich's, aber jetzt bin ich zu langsam. Stachelschwein. Geil, Sau, das habe ich nicht gesehen, aber das ist eine gute Option. Keil. Warum steht da Keil nichts? Achso, weil das zweite noch leer war dann, oder was? Ja. Moment. Mal wieder Felix? Ach, Felix mal wieder. Na, das Wort kommt dann in 20 Sekunden. Und dann beschwert sich wieder, dass wir das nicht rauskriegen. Hey, boah. Das Achso. Jetzt habe ich mit der Nase mitgetippt, sonst wäre es nicht so schnell gegangen. Gegen Vorteil, nur weil die Server in Österreich stehen. Bestimmt. Ihr habt doch viel besseres Netz da unten als wir hier. Was soll ich das? Hey, warum sagst du ihr und meinst mich mit? Ja, du wohnst doch auch da unten, sagen, gib's doch zu. Da unten, wo die ganzen komischen Menschen wohnen. Ach Gott, das. Boah, das ist ein langes Wort. Gott hat damit irgendwie noch nichts zu tun, so direkt. Es gibt anscheinend 1 und 2, sonst hätte er es nicht getrennt. Anbetungswürdige Nase. Loch Ness. Was ist denn das für eine Bananabomb? Das ist es, oder? Die haben, glaube ich, keine Nasenlöcher. Du musst links dann aber auch lange Haare machen, ansonsten passt das nicht. Oh Mann. Nicht dem da oben, dem der da unten. Moment, ich bin froh, Sono gewesen. Achso, nee, ich habe mehr Puls. Stimmt. Mehr Punkte als Sono gekriegt.
Miau! Was machst du denn für einen Aufstand? Kommt da noch was anderes? Ja, Moment. Einmal. Ja. Wie heißt das nochmal? Hallo Xeli. Hi. Weiß nicht, was das sein soll. Xeli, du kommst wieder sehr spät. Wir sind eigentlich schon im letzten Spiel, falls du noch mitmachen möchtest für den Rest der Runden. Anderthalb Runden oder so haben wir noch. Ich habe keine Ahnung mehr, was du von mir willst. Oh, ich habe scheinbar irgendwo was. Hast dich verzählt? Du hast rechts ein Ding vergessen. Du hast auch oben hast du angefangen mit dem. Aber ich weiß nicht. Das ist kein Schachbrett. Nee. Stift, nur Kinder und so. Sudoku wird nicht mit Braun hinten dran gemacht. Dann mach das. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein 9x9. 9x9 Feld. 9x9 Feld, aber du hast die Unterteilungen nicht gemacht. Darf man keine Zahlen machen? Dicke Striche nehmen können. Egal. Ach Mann, ey. Ich hätte dich dicker machen müssen dann zwischendurch. Aber erstmal dies. Ach egal. Wegen dir bin ich letzter. Wieso wegen mir? Echt? Wir haben in der Runde alle 0 Punkte bekommen. Achso, stimmt, Sonner ist letzter. Du hast mehr 0 bekommen als wir, weißt du? Du hast 100-mal so viele Punkte bekommen wie wir alle anderen zusammen in der Runde. Ich sollte mal mitraten. Wäre löblich. Das ist ein Aufschalter? Das Google-Haus. Google. Darum, nee, das sollte nicht das Google-Haus sein, sondern einfach nur. Egal. Ich darf aber nichts. Ich darf nicht reden, ich muss ja zeichnen. What the fuck? Ja, das ist schwer, aber ich wollte das jetzt mal nehmen. Das Haus greift danach. Nee, ich hab mich verschrieben. Echt jetzt? Ja, das ist halt ein Genre darzustellen, das ist nicht ganz so einfach. Kinder und so nicht. Die Kinder wieder lange munter oder lange beschäftigt. Wollten die nicht ordentlich essen und ins Bett gehen? Nein, oder ich was? Genommen. Ich depp. Du hast nicht Stronghold. Du hast leider schon ein paar schöne Runden verpasst. Wir hatten sehr viel Spaß bisher schon. Nee, du hast nicht das Falsche genommen, sonst hätte ich es jetzt erraten. Baden, Essen, Bett. Nice. Da war ich mir nicht sicher, bevor ich Enter gedrückt habe. Sono ist einfach viel zu langsam für das Spiel, habe ich gehört. Ja, das gibt es wieder nicht. Kann einfach nicht. Wir haben echt, wir haben alle echt wenig Punkte. Die halt nicht. Die gibt es in Österreich nicht. Ja, habe ich gesagt. Ja. Okay, Xeli hat, achso, Xeli hat weiter hochgescrollt. Du kannst übrigens auch gerne in Discord kommen, wenn du willst, Xeli. Hey. Ich glaube, jetzt habe ich so noch verraten, was es ist. Ja, mit dem Stacheldraht, ja. Sonst kann es ja irgendein Haus sein. Irgendein Haus mit diesen komischen Streben davor. Ja, sowas gibt's halt in Österreich. Irgendein nicht, komisches so Haus. Die werden immer auf der Bergfestung bei euch eingesperrt, ne? Ja. Hä? Hey? Wasserkopf, geil. Moment. Joker. Für die zwei wurde da oben. Half-Life, halbes Leben. Oder mitten im Leben. Ich verstehe es nicht. Engländer ist auch eine gute Option. Wow. Ich verstehe es nicht, worauf es hinauslaufen soll. Ich raff's einfach nicht. Hä? Ah, da hat uns Xeli. Hallo. Lücke auf jeden Fall hinten. Ja, Lücke ist klar. Das falsche Zähne. Das sind ja zwei Wörter, mein Gott. Ich wusste aber nicht, was das erste sein soll. Ah, letztens waren die Buchstaben viel schneller da. Oh, bei mir ist alles markiert. Ich glaube, wir hatten letztes Mal einfach 30 Sekunden mehr und je ich länger. Kann gar nicht schreiben. Dann musst du irgendwie nochmal da rausklicken oder so. Ah, jetzt geht's. Wow. Echt jetzt? Moment. Das ist es nicht.
Wieso wisst ihr das direkt, ihr Schweine? Weil das jeder so zeichnet. Ah. In Österreich hat jeder so ein Teil. Ja, das stimmt natürlich. In Österreich wohnen ja auch nur Snobs. Ja. Nee, die Sache ist, in Österreich ist es viel wärmer als hier. Da braucht stimmt, man es ist im Süden, halt. Ne? Das ist ja auch im Süden von Deutschland, wärmer. Da braucht man die schon mehr. Wie warm ist es bei euch gerade? Tropische Temperaturen. Ich glaube heute hat es 25 Grad oder so. Ja, hatten das sind ja schon 10 mehr als hier, also verständlich, dass ihr da alle so ein Ding habt. Ja. 10 mehr als hier, bei uns waren heute 25 Grad, morgen sind 30. Oder sind 30 werden. Ich glaube, er denkt heute tatsächlich nicht mehr mit. Nee, macht auch nicht. Oh, irgendwie habe ich das ist ein ungünstiger Cold-Moment. Hä? Was meint ihr? Das ist ein Wurm. Das ist nicht. Hä? Ja. Ja, ist... ich weiß nicht, was ich sonst dazu noch sagen soll. Kann ich nur ein bisschen rummalen. Pinguin? Nee. Der hat den richtigen Namen. Vogelstrauß. Ach, ja. Das Ding heißt Vogelstrauß? Ja. Warum nennt man das Ding nicht einfach Strauß? Das ist doch einfach ein Strauß. Weil das Ding Vogelstrauß heißt. Nee, das ist Strauß. Das ist ein Strauß. Ja, wie ein Blumenstrauß, ein Vogel. Du hättest einen Vogelstrauß machen sollen. Blumenstrauß. Genau. Schatz, ich hab dir etwas mitgebracht. Einen Strauß, einen Vogelstrauß. Bock, 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 bock. Ja. Die Tiere sind so dämlich. Stecken immer einen Kopf in den Sand. Nee, Kira, du warst nicht gemeint. Binne oder so? Nee, die haben wir nicht drin. Nein. Was wird das? Neger. Felix, wir sind auf Twitch. Please, no. Reifen. Nee, irgendwie auch kein Reifen. Das ist ein bisschen groß geworden. Nein. Mach's da halt weg. Ja, ist schon erkennbar, ne? Würde ich mal behaupten. Also, erkennbar war's, das ist nur zweite Ziel. Aber die können einfach alle nix. Die können einfach alle nix. Ja, so passt auch nicht besser. Ja. Ich weiß nicht, warum das eine Ding zweifarbig ist, ehrlich gesagt. Damit's erkennbar ist. Okay. Der Puck ist doch viel kleiner. Ja. Beim normalen Puck hat man keinen Puck. Ich weiß. Ja, da weiß ich, wie er ist. Wer ist denn Steinefrau? Kitty, ist das deine bessere Hälfte? Nein. Steinefrau, war das nicht die eine LOL-Spielerin? Ah, nee, da hat man ja einen Ball genommen. Die Frage ist, wie Dingens erraten wurde, wie der Link jetzt rauskam. Vielleicht einfach irgendjemand, der schon mal drin war oder so. Der gibt einfach random irgendwas ein, bis er ein Game findet. Das wäre hart. Das ist schon wieder. Wer sind Steine? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer Steine Frau. Solange nicht reingetrollt wird, ist mir auch egal. Ich würde ja auch nicht geraten. Oder ob das Lumi ist. Keine Ahnung. Ach, die, du bist wirklich die Steinefrau. Du bist seit 2 Stunden im Look. Na, hallo, Katrin. Herzlich willkommen. Ich verstehe aber nicht, worauf wir hier raus wollen. Ich habe an dich gedacht, aber ich dachte mir so, nee, Katrin wird doch jetzt nicht hier rumchillen. Ein Laufband. Ja, ein Band. Ein Laufband. Das war nicht zu erkennen. Ja, ich bin erst auf Panzer gekommen. Ja, ich auch. Dann lügt die Katrin einfach hier rein. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wer ist who the fuck das ist Katrin? Katrin ist The Green Puzzles auf Twitch und die spielt in League of Legends immer einen Steincharakter, deswegen nennt sich Steinefrau. Achso. Ja, nice gemalt. Ist ein bisschen krank, aber sonst alles fein. Das hört sich fast gut an. Also für deutsche Verhältnisse hört sich das bei der Frage, wie geht's dir gut an? Da war noch sonst alles fein dabei. Was soll das da sein? Ja, ich hab's verstanden. Die Farben sind halt wieder wichtig, Leute. Die Farben. Ja, was sollen das für Farben sein? Grün, blau, rot, grau, schwarz, west?
es. Ich hab's verstanden. Aber ich wohl der Einzige, der schlau ist. Ach, war. Smaragd. Alter, das perfekt gemalt. Egal, passt schon. Also das kann man nicht besser machen. Dass das die Steinefrau nicht erraten hat. Ist wieder rausgegangen. Haben wir zu schlecht gezeichnet. Ja. Sind direkt gegangen. Na gut, nee, das waren zu viele. Alles klar, wir Katrin. Halt, wir sind halt Männer. Ich mache aber gar nicht mehr allzu lange. Muss morgen wieder früh arbeiten. Beziehungsweise will morgen früh arbeiten. Was ist das für eine Kackwurst? Das ist ein Baum, eine Pflanze wahrscheinlich. Sieht eher aus, als würde jemand da seinen Po über den Boden ziehen und schön Scheintausen durchdrücken. Alter. Es sah halt wirklich so aus. War nur ein bisschen eckig, der Po. Can't unsee now. So rum. Penisgruppe. Wow. Mann! Was soll ich da noch mehr zeichnen? Ach! Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber das muss ich kennen. Ein Penis, der nach unten zeigt, ein Penis, der nach unten zeigt. Ach, eine Mistgabel! Vor allem als Franzose muss man das kennen. Als Franzose mit einer Fackel und einer Mistgabel. Immer gegen irgendwas sein. Und wo sind hier Franzosen? Na, nirgendwo. Das ist ja keiner. No. Hast du ein Problem mit meinen Zeichnungen? Immer so ein Schnabel. Fuck? Das ist Kunst, das kann weg. Dornung. Cthulhu. Als sollte man das kennen. Ich finde, ich war hier wunderschöne Zeichnungen. Ja, das passt sogar mit der Farbe. What the fuck, ey? Ich hab keine Ahnung. Ja, fast. Unbenannt. Nicht mal schlechter Try. Ah, jetzt sind wir falsch. Broodmother. Ja, aber auch gut, dass du Broodmother sagst, aber nicht Medusa, what the fuck? Es war ja eindeutig eine Medusa, hallo? Ja, ja. Damit habe ich auch gewonnen, habe ich mehr verdient den Sieg hinter der letzten Runde. Dritter Platz. Immerhin.